Hallo, servus, herzlich willkommen, Weidmanns Heil auf www.jagdabsehen.de, eurem Fachhandelskanal für die Jagd auf YouTube. Heute haben wir ein paar tolle Nachtsichtgeräte hier zum Angucken. Viele Leute denken ja, Nachtsichtgeräte, Wärmebildgeräte, das ist die reinste Zauberei. Videos drehen ist auch keine Zauberei. Wenn es Zauberei wäre, hätte ich ja schließlich einen Zauberstab in der Hand. Oh, okay. Und da ich jetzt gerade nur mal einen Zauberstab habe, hexen wir einfach mal drei Nachtsichtgeräte hierher. So nach dem altbekannten Hokus Pokus Fidibus. Hat ja geklappt. Tolles Ding. Aus dem Revier. Und na gut, so eingepackt nutzen die uns ja nichts. Also packen wir die jetzt auch noch aus. Da es gerade so gut funktioniert. Hokus Pokus Fidibus. Wunderbar. Also, drei Nachtsichtgeräte. Wir haben es geschafft. Spaß beiseite. Also hier haben wir die Nachtsichtgeräte von Lahoux. Wir haben hier das kleine Nachtsichtgerät, das Hemera. Und hier haben wir zwei Geräte von Lahoux, auch in dem gleichen schönen Grün gehalten. Das eine ist ein LV81 mit einer Standardröhre und das andere ist ein LV81 mit einer Echo-Röhre. Echo-Röhre habt ihr schon öfter mal gehört, das sind die etwas besseren Röhren und ihr dürft jetzt selber entscheiden, welches Gerät ist für euch das bessere. Ist es jetzt eins mit Echo-Röhre, ist es jetzt eins mit der Standardröhre oder ist es eins, das etwas kleiner ist von der Bauweise, das Lahoux Hemera. Schaut euch einfach mal die Videos an. Wir waren für euch im Revier, haben für euch diese Geräte nachts live getestet, haben sie vor eine Kamera geschaltet und haben dann eins nach dem anderen ausprobiert, um für euch das Beste herauszufinden. Was ist das beste Gerät? Schaut es euch einfach an und vergleicht selber. Die Geräte erhaltet ihr natürlich alle bei uns auf www.jagdabsehen.de in unserem Online-Shop und könnt sie natürlich auch bei uns in Karlsruhe im Laden abholen. Insoweit viel Spaß mit diesen Geräten und Weidmanns Heil und Zauber nicht vergessen. Ja, so genug gezaubert. Jetzt kommen wir zu zauberhaften Aufnahmen, nämlich hier erstmal von ein paar Rehen. Und zwar mit der Lahoux Hemera Standard Plus Röhre. Das ist das kleine Gerät, was ich gerade eben gezeigt habe. Und das hat die einfache Röhre drin, die Standard Plus. Man sieht natürlich jetzt, es ist relativ kriselig das Bild, es ist auch ein bisschen dunkler. Das ist ganz einfach der Größe des Gerätes geschuldet. Das ist nicht die Röhre, sondern das ist das optische System. So, hier haben wir nämlich genau die gleiche Röhre, auch die Standard Plus im LV81. Das ist das große, lange Gerät. Deutlich mehr Linsen, ein größeres optisches System und man sieht sofort, ja, das Bild ist natürlich heller, besser zu sehen und so ist das nun mal. Es liegt am optischen System. Löst euch von dem ganzen Plumperquatsch von wegen Foam-Werte vergleichen und dies, das, jenes und nee, das, was das Gerät kann, ist das optische System. Das Gesamtkonzept, das Gesamtkonstrukt des Gerätes ist das, was für uns dann am Ende zählt. Deswegen sage ich immer, schaut es euch vorher an und dieses Hin- und Her-Bestelle, mal das eine bestellen, mal das andere bestellen, dann wieder zurückschicken. Erstens mal werden davon die Geräte nicht besser. Zweitens mal kannst du das nicht direkt vergleichen. Wir vergleichen hier direkt tatsächlich nacheinander im gleichen Revier, am gleichen Abend, am gleichen Ort unterschiedliche Geräte mit unterschiedlichen Röhren. So, dass man einfach mal sieht, was ist für mich das Richtige. Jetzt haben wir das LV81 mit der Echo Plus Röhre. Bei der Echo Plus Röhre, da haben wir deutlich feinere Abbildungen. Wie kommt das überhaupt? Die Geräte funktionieren ja so, da kommt das Licht vorne durch das Objektiv rein, wird dann durch eine Fotokathode geschickt, denn man kann ja Licht nicht direkt verstärken, also wird in der Fotokathode aus dem Lichtstrom ein Elektronenstrom gemacht. Der schießt dann durch eine sogenannte Microchannel Plate, durch eine Mikrokanalplatte durch. Dort wird der Elektronenstrom quasi aufgespalten. Aus einem Elektronen werden 1000 gemacht, ne? Und die werden dann auf der fluoreszierenden Röhre wiedergegeben und so bekommen wir dann das eigentliche Bild. So funktioniert ein Restlichtverstärker. Der verstärkt nicht das Licht, sondern der verstärkt die Elektronen. Tolle Sache. So, jetzt haben wir die Schweine gefunden. Wir sind noch weiter in den Wald reingegangen. Es wurde dunkler, sieht man ja hier. Und hier ist jetzt die Lahoux
Hemera Standard Plus Röhre wieder drauf. Das ist die kleine, deswegen auch wieder das dunklere Bild, etwas grieseliger das Ganze. Wie schon gesagt, liegt nicht an der Röhre, liegt an dem optischen System außenrum. Man sieht jetzt auch sofort wieder den Unterschied, wenn ich nämlich die LV81 Gehäusetechnik verwende mit der gleichen Röhre, auch wieder die Standard Plus. Und siehe da, voilà, man sieht auch die Schweinchen etwas heller. Es grieselt jetzt ziemlich auf diesem Bild hier. Warum ist das so? Es ist dunkler geworden. Offensichtlich ist ja gerade eine dicke Wolke nochmal über die Wolkenschicht rübergegangen. Und je dunkler es wird, desto mehr grieselt es dann, ne, am Ende. So, hier haben wir dann die Schweinchen, wie sie hin und her donnern. Trotzdem sehr schön gesehen. Es ist keinerlei Hilfsscheinwerfer verwendet worden, also keine Infrarotlampen, keine, was weiß ich, wie gearteten Hinterlandaufheller. Das sind pure Röhren. Ja? Das ist also reine Nachtsichttechnik, reine Restlichtverstärkung, was wir hier zeigen. So, und jetzt wechseln wir auch gleich auf die nächste Röhre, nämlich wieder auf die LV81 mit der Echo Plus Röhre. Ne? Ihr werdet jetzt nochmal gleich den Unterschied sehen, im Sinne von, das Bild wird feiner. Ja? Es kriselt nicht mehr, das Bild wird feiner. Ab und zu habe ich natürlich auch wiederum ein Pünktchen, wie ich gerade erklärt habe, aber man sieht hier doch wiederum deutlichen Qualitätsgewinn. Die Röhren kosten natürlich ein paar Euro mehr. Warum? Naja, es sind hier feinere Bauteile dann verwendet worden, die Microchannel Plate, diese Vervielfacherplatte ist anders aufgebaut und das optische System bei diesen Geräten ist natürlich genau gleich wie jetzt beim LV81 mit der Standardröhre, aber eben die Röhre macht dann hier tatsächlich den Unterschied aus. So, das war's hier im Revier. Wir schalten zurück ins Funkhaus und haben uns sehr gefreut, dass die Sauen wieder so bereitwillig mitgespielt haben. Ja, das war der Vergleich. Ihr habt gesehen, welche Unterschiede es gibt zwischen dem kleinen Hemera, was ja wirklich von der Größe doch deutlich kleiner ist als die LV81-Geräte. Diese Geräte hier sind, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist richtig stabiles Gerät fürs Revier. Haben hier drauf seitlich diese Picatinny-Schienen, um irgendwelche Strahler noch zu befestigen, also Infrarotstrahler, UV-Strahler, je nachdem, was man an das Gerät montieren möchte. Ihr seht jetzt hier vom Größenvergleich diese drei Gerätchen und ihr habt auch gesehen, leistungsfähig, wirklich klasse. Wir haben die Geräte ohne jeglichen Nachbrenner in Anführungszeichen getestet. Also da waren keine UV-Lampen oder Infrarotbeleuchter oder sonst irgendwas da. Das war also alles reines Licht im Revier. Es war eine, naja, etwas bewölkte Nacht. Ab und zu hat man ein Sternchen durchgeguckt. Es war auch keine Vollmondnacht oder ähnliches. Und dafür muss ich sagen, war diese Leistung von den Geräten also wirklich ganz ausgezeichnet. So. Also entscheidet selber, was ist für euch das Beste und wir bedanken uns, dass ihr auf unserem Kanal euch dieses Video angeschaut habt. Gebt uns wie immer einen Like und wer noch nicht hat, bitte auch den Kanal unten abonnieren. In diesem Sinne, tschüss, winke, winke, Weidmannsheil und wir sehen uns. Euer Harry.